Bank, du bist wieder da? Okay. Also, der Boss besteht ebenfalls aus einem fast reinen Endkampf. Na, weißt du, was ich meine? Ja. Das müsste theoretisch auch schon fast alles gewesen sein. Und das war's dann auch an Fähigkeiten, die der Boss hat. Mehr hat der Boss nicht. Für die DD ist also wichtig, nur die Ads machen mit Prio. Na, weißt du, was ich meine? Das war's dann auch schon. Und unterbrechen, wo geht. Genau, und unterbrechen, wo geht. So, also, René, wie gesagt, dann der Frank, na, weißt du, was ich meine? Mit, Mit René zusammen. genau, na, weißt du, was ich meine? Und Birte geht noch mit. Dann haben wir drei DDs, einer von uns beiden Tanks und als Heiler geht immer Mark mit. Na, weißt du, was ich meine? Okay. Wie wäre es denn, wenn in der Portalphase praktisch alle durchgehen, außer dem Tank und einem Heiler? Ja, das könnte man tun, ja. Das werden wir auch so machen. Wir machen es so, dass da Kota nicht mit ins Portal geht, sondern immer beim Tank mitsteht. Wir können sonst auch. Klaus, bleib du mal auch mit unten. Okay. Oder nee, wir machen nicht kaputt, Dakota, wir machen Aranmann. Jetzt muss ich mal eben den Namen rausfinden. Heiko. Heiko. Heiko geht damit hoch. So, nicht durchs Portal gehen werden Frank und René und Dakota wieder als Heal. Okay. Dann kloppen wir auf den Boss. Dann werden wir Hero nicht zu Anfang ziehen, sondern in der grünen Portalphase. Wolltest du was sagen? Halt dich nicht zurück, Mark. Marc, du sag was. Also, wir ziehen Hero dann im grünen Portal. So sei es. Black. Gibt's noch irgendwelche Fragen? Habt ihr das auch, dass das Barfoot nur 5 Minuten hält? Irgendwie ist mein Barfoot auch weg. Meins auch. Dann müssen wir jetzt ganz schnell anfangen. Ich stelle doch mal. Warum bin ich denn ein Fisch? Das liegt aber auch an dem Debuff, den Marco bekommt. Beware. Der. Ja, warum bekommst du denn Tut mir eigentlich? leid. Kannst du dem nicht ausweichen? So, also Doc Sunny und Dakota bleiben dann als Heal unten. Na, weißt du, was ich meine? Ja, wir probieren das einfach mal. Ultima kommt. 5, 4, 3, 2, 1. Wir machen einfach mal weiter. Jetzt aus dem Kreis rauslaufen. Aber das übernimmt er jetzt, Mark, für uns. Ah, dieser Druck! Dieser Druck! Ich hab's ja. Jetzt in das orangene Portal reinlaufen. Bitte jemand als nächstes kicken. So, Marc, nimm mal schon mal diese Blüte auf. Wir gehen jetzt wieder durchs Portal. Und dann legst du sie an dem violetten Portal ab. Hat geklappt oder hat nicht geklappt? Nö. Dann geh bitte nochmal rein und hol dir nochmal eine. Und dispel die da mal bitte nicht. Sondern lass einfach auslaufen, den Debuff. Na, du weißt, was ich meine? Das hat geklappt, wunderbar. Okay, also darf man nicht dispeln. Hab's ja. Öffnet sich jetzt gleich das grüne Portal. Jetzt, ihr könnt da durchgehen, zum Mal. Achso. Jo. Okay. Beeil mich, ich beeil mich. Und holt die Leute aus den Netzen raus. Einer ist drinnen, Teenie ist drinnen. Und wieder durch. Versucht euch jetzt mal so gut wie möglich die Heal-CDs einzuteilen, weil die brauchen wir auf jeden Fall für die letzte Phase.
Ja, schön auf die Ads gehen jetzt. Boss ist Nebensache. Hab's ja. Sehr gut. So, das letzte Portal öffnet sich jetzt. Wir können da durch. Marc, nimm mal die Blüte mit, bitte. Und leg die mal beim weißen Mark ab. Einfach nur da stehen bleiben. Aua. Ja, ich bin tot. Haben wir einen Battle-Ratz? Nee, ne? Oder? Ja. Ja, fuck. Komm nicht ran. Die Blüte weg. Wo legst du denn? Ach, näher ran. Ja, näher ran. Alle wieder das... zurück. Wo ist das Portal? Und einmal Hero ziehen, wenn wir unten sind. Jetzt kommt massiver Raid-Schaden rein. So, und haut so um. Sehr gut. Na super. Was ein Stöhner. Ja. Das war cool. Tagesziel erreicht. Ich bin über dem Damage vom Tank.